Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Deutschen Lacrosse Forum. Wir starten direkt in die erste Session zum Thema Update zur Wachstums- und Entwicklungsstrategie. Und Simon, ich darf dich bitten zu übernehmen. Ja, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite an alle hier im Meeting, an die Vortragenden und alle am Stream. Ja, das erste Deutschland Lacrosse Forum, virtuell, digital dieses Jahr, vielleicht auch in Zukunft. Wir werden es sehen. Für uns ein spannender Weg und wir möchten gleich mit einem sehr wichtigen Thema einsteigen heute früh. Und zwar kurz unsere Wachstums- und Entwicklungsstrategie vorstellen. Der Hintergrund dazu wurde bereits im Herbst letzten Jahres in einem Town Hall Meeting zu Get Visible, Get Active vorgestellt. Nun sind wir an dem Schritt angekommen, in dem wir die ganze Wachstums- und Entwicklungsstrategie auch formal zusammengefasst haben und als Schriftform den Mitgliedsvereinen für die Mitgliederversammlung vorgelegt haben. Dementsprechend wird es morgen darüber abgestimmt werden von den Mitgliedsvereinen. Wir wollen euch hier aber nochmal die Kernaspekte unserer Wachstums- und Entwicklungsstrategie vorstellen. Als erstes möchten wir mit unserer Vision anfangen. Das ist das Wichtigste, worauf arbeiten wir alle hin? Wir wollen ganz klar unseren Lacrosse-Sport, den Sport, den wir alle betreiben und lieben, weiter in die Breite wachsen lassen. Das heißt, die Community vergrößern, neue Zielgruppen erschließen. Dabei ist ganz wichtig, dass wir nicht nur unsere bestehenden Communities weiterentwickeln wollen, sondern uns vor allem in der Demografie hin zu jüngeren Spielerinnen und Spielern, aber auch zu älteren Spielerinnen und Spielern entwickeln wollen. Wir wollen eine inklusive Sportgemeinschaft werden, das heißt auch neue Lacrosse-Varianten etablieren, um die gesamte Gesellschaft in der Lacrosse-Community einzuschließen und entsprechend einer breiten Öffentlichkeit als Sport bekannt werden, um dann als Sport weiterzuwachsen. Das ist unsere Vision. Um die umzusetzen, haben wir nun entsprechende Maßnahmen identifiziert, gleichzeitig auf den Bereich Wachstum abzielen, aber auch auf den Bereich Entwicklung. Das heißt, nicht statisch bleiben, sich stetig weiterentwickeln, aber gleichzeitig auch in der Größe und Breite wachsen. Um diese zwei Maßnahmen nun in ein komplettes Konzept zu überführen, haben wir unterschiedliche Motive entwickelt. Diese Leitmotive dienen dazu, dass sich alle in der Lacrosse-Community daran orientieren können, in welche Richtung sie sich entwickeln müssen und welche Themen besonders wichtig sind. Diese vier Leitmotive sind zusammengefasst Professionalisierung, Diversifizierung, Inklusion und Nachhaltigkeit. Was verstehen wir unter diesen Begriffen? Der Professionalisierungsgedanke hat sowohl Aspekte aus dem Vereins- und Verbandswesen, das heißt, wir wollen unsere Kommunikations- und Informationssysteme weiterentwickeln. Hier sind wir besonders modern, da wir zum Großteil auf virtuelle und digitale Medien aufbauen. Wir wollen zusätzlich in der Professionalisierung weitere Kapitalsteigerungen für den Lacrosse-Sport generieren, das heißt neue Einnahmequellen generieren für uns, Sponsoren, Akquise betreiben, aber auch Fördermaßnahmen für uns nutzen und gleichzeitig die Mitarbeiterinnen im DLAXV steigern, das heißt, um mehr Aufgaben im Lacrosse-Bereich ausführen zu können, eben hier deutliche Steigerungen der Mitarbeiterzahlen im Verband. Der nächste Punkt ist Diversifizierung. Das heißt, den Lacrosse-Verband weiter aufstellen in unterschiedlichen Bereichen. Ganz wichtig dabei sind selbstverwaltete regionale Strukturen. Der Lacrosse-Verband hat inzwischen in der Mitgliedsanzahl eine Größe erreicht, die für den einzelnen Verband in der jetzigen Situation schwer zu managen ist, vor allem wenn es um Detailfragen geht, die wirklich nur in einzelnen Regionen relevant sind. Das heißt, der Aufbau von selbstverwalteten regionalen Strukturen ist ein Ziel, das uns auch weiter hier im Vortrag nochmal später beschäftigen wird. Wir wollen neue Lacrosse-Varianten etablieren. Dazu haben wir bereits im Frühjahr diesen Jahres, im Januar, das neue Lacrosse-Programm Sixes vorgestellt, das auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen abzielt. Und wir wollen Lacrosse auf weiteren Plattformen präsentieren: medialen Plattformen, digitalen Plattformen, öffentlichkeitswirksamen Plattformen. Neben der Diversifizierung ist es ganz wichtig, dass alle unsere Konzepte, die wir angehen, nachhaltig sind. Kurzgedachte Projekte im Lacrosse-Sport gab es in der Vergangenheit viele. Das Problem ist, dass sie für eine kurze Zeit möglich sind, einen gewissen Nutzen bringen, aber keinen nachhaltigen Wachstumsimpuls setzen. Deswegen ist unser Fokus ganz klar auf die Förderung der Jugendarbeit mit unterschiedlichen Maßnahmen, die sehr vielfältig sind. Aber wir wollen auch gleichzeitig sicherstellen, dass die Maßnahmen, die wir beschließen und anstoßen, entsprechend durch Interessensvertretungen aus den unterschiedlichen Bereichen des Lacrosse-Sports repräsentiert werden. Ich
Kommissionen, die im Beginn letzten Jahres bereits etabliert wurden und besetzt wurden, sind ein Teil davon, aber unsere Systeme sollen so ausgeweitet werden, dass auch jeder Einzelne und jede Einzelne im Verein an den Lacrosse-Themen mitarbeiten kann. Ein wichtiger Punkt, den wir auch nochmal später hier in dem Vortrag vorstellen werden, ist langfristig projektbasierte Budgetierung und Projektmanagement. Das heißt, wie können wir unterschiedliche Projekte und Konzepte im Verband so steuern, dass alle davon mitbekommen und alle, die daran mitarbeiten wollen, auch die Möglichkeit haben, sich an den Projekten zu beteiligen. Und das letzte Thema ist besonders wichtig, vor allem mit dem Blick auf gesellschaftliche Bereiche, das ist das Thema Inklusion. Wir möchten sicherstellen, dass der Lacrosse-Sport noch weiter inklusiv wird für alle Gesellschaftsschichten. Das Gleichstellungsthema ist wichtig, aber auch Lacrosse im Behindertensport, wo wir am Nachmittag nochmal einen Beitrag dazu hören werden. Wir möchten gleichzeitig dafür sorgen, dass Lacrosse für alle Altersklassen zugänglich ist. Wie schon gesagt, ein Fokus auf die Jugendarbeit, aber auch Alumni-Akquise betreiben für Spielerinnen und Spieler, die jetzt nicht mehr im Jugendbereich oder im normalen Erwachsenenbereich tätig sind. Ganz klares Ziel im Inklusionsgedanken ist zusätzlich die Einstiegshürden in unseren Sport zu minimieren und dann gleichzeitig daraus das Lacrosse-Erlebnis für alle Beteiligten zu maximieren. Diese Leitmotive stellen jetzt das zentrale Bild und die zentralen Ideen hinter unseren Ambitionen statt. Aber was ganz wichtig ist, und das ist auch der Kernaspekt hinter unserer Wachstums- und Entwicklungsstrategie, es funktioniert nur, wenn wir alle zusammenarbeiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir im Lacrosse-Verband haben, können in Sachen koordinieren, aber sie haben nicht die Möglichkeit und die Zeit, jedes Thema im Detail auszuarbeiten. Deswegen sind wir darauf angewiesen, das ganze Know-how aus der Community zu nutzen. Das heißt, wir brauchen euch und im Rahmen des Forums heute, aber auch in unterschiedlichen Vorträgen, werden wir euch zeigen, welche neuen Plattformen wir im Verband etabliert haben, damit sich jede und jeder beteiligen kann. Die Community umfasst natürlich ein gigantisches Potenzial. Ich denke, das ist was, was uns auch im Verband, als wir im neuen Vorstand Anfang letzten Jahres übernommen haben, anfangs noch gar nicht so klar ist. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Lacrosserinnen und Lacrosser es eigentlich gibt, welchen Hintergrund diese Lacrosserinnen und Lacrosser haben, dann ist es erstaunlich und für uns von unserer Seite her auch absolut nachvollziehbar, dass die Zielsetzungen, die wir uns auch in diesem Wachstums- und Entwicklungsstrategiepapier geben, dass die umsetzbar ist. Wir haben relativ viele aktive Mitglieder in den Vereinen, aber dazu kommen noch Alumni, Eltern, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Vereinsvertretungen, die auch aktiv sind im Sport und uns vielleicht durch den aktiven Sport gar nicht so bewusst sind. Um diese Leute alle zusammenzubringen, ist es ganz wichtig, für unterschiedliche Bereiche Plattformen zu entwickeln. Da geht es ums Trainerwesen, da geht es um Schiedsrichterwesen, die Gremien und Kommissionen, die aktiv in der Verbandsarbeit mitgestalten. Und wir bieten mit euch die Möglichkeit, an diesen ganzen Bereichen zusammenzuarbeiten, um zielgerichtet entsprechend der Leitmotive unseren Sport voranzubringen. Ein ganz wichtiges Thema für uns ist die Sichtbarkeit des Lacrosse-Sports. Als Community, und ich denke, da stimmen wir alle hier zu, ist der Lacrosse-Sport sehr speziell. Wir haben tolle Veranstaltungen, Sport an sich begeistert, aber auch das Drumherum. Das Zusammensein am Platz, wenn es denn wieder möglich wird, und die Partys, die Sommerturniere, das sind alles Aspekte, die unseren Sport auszeichnen. Das Problem ist, wenn das nach außen nicht sichtbar wird und vor allem für neue Zielgruppen klar demonstriert wird, dann wird es schwierig werden, unsere Community um neue Zielgruppen zu erweitern. Deswegen ist die Öffentlichkeitsarbeit, die Koordinierung von Außen- und Weiterbildungsmaßnahmen eine wichtige Aufgabe, auf die sich der Verband in Zukunft zentral fokussieren wird, sodass wir die zentralen Aspekte für euch in der Mitgliedschaft bereitstellen und alle zusammen auch einen einheitlichen öffentlichen Auftritt haben. Bei der Umsetzung von diesen ganzen Initiativen, die wir haben, gibt es unterschiedliche Schlüsselaspekte. Wie wir hier aufgelistet haben, das sind jetzt nur einige Beispiele. Das tatsächliche Wachstums- und Strategiepapier ist deutlich umfangreicher und bietet dort auch noch einen tieferen Einblick. Hier aber nochmal ein paar Schlüsselaspekte, die aus unserer Sicht besonders wichtig sind. Zum einen externe Partnerschaften. Wir sind als Verband inzwischen unter deutschen Lacrosse-Verbänden im Randsport relativ groß. Wir bauen stetig Partnerschaften aus. Wir sind international sehr, sehr gut vernetzt im Vergleich zu anderen Sportarten,
Die internationale Lacrosse-Community ist gigantisch und auch einzelne Spielerinnen und Spieler sind durch den sportlichen Hintergrund sehr stark international vernetzt. Unser Fokus momentan besteht aber auch darin, uns national besser zu vernetzen. Das heißt nicht nur mit Partnerorganisationen und Sportverbänden, sondern auch Organisationen außerhalb des Sports. Externe Partnerschaften beziehen sich aber nicht nur auf den sportlichen Bereich, sondern auch auf den Marketingbereich, in dem wir gleich noch ein paar Beiträge hören werden. Das heißt, hier geht es auch darum, Partnerschaften mit der Industrie, potenziellen Sponsoren, aber auch im Bereich Marketing und Eventmanagement zu schließen. Der nächste Punkt ist das Verbands- und Vereinsnetzwerk. Das bezieht sich jetzt vor allem darauf, wie wir innerhalb unserer Community strukturiert sind und miteinander arbeiten. Wir merken schon, in der Vergangenheit war die primäre Plattform Mitgliederversammlung, auf der alle relevanten Themen besprochen wurden, teilweise hitzig debattiert wurden. Das Problem war, nach der Mitgliederversammlung war mehr oder weniger ein Jahr lang Funkstille, was die Organisation und die Verbesserung des Lacrosse-Sports angeht. Wir müssen dafür sorgen, durch unterschiedliche Formate, wie beispielsweise das Forum, an dem wir jetzt heute hier teilnehmen, aber auch andere physische Meetings, dieses Verbands- und Vereinsnetzwerk aufzubauen und gleichzeitig neue Organisationsstrukturen etablieren, die es uns ermöglichen, besser und koordinierter zusammenzuarbeiten. Ein nächster wichtiger Punkt sind Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wir können als Sport nur wachsen, wenn wir uns stetig weiterentwickeln. Und die Weiterentwicklung bezieht sich dabei nicht nur auf den sportlichen Bereich. Es ist aus meiner Sicht erstaunlich, wie viele Initiativen und welches Know-how bereits aus der eigenen deutschen Lacrosse-Community hervorgegangen ist. Und wir wollen dieses Engagement, diese Initiativen noch weiter ausbauen. Dabei beziehen wir uns nicht nur auf den sportlichen Bereich, sondern auch auf Verbandsthemen. Das heißt, wie kann ich als Vereinsvertretung beispielsweise meinen Verein gut führen? Welche Administrationshilfen habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich beispielsweise, Fördermaßnahmen anzunehmen? Oder wie kann ich zusammen Projekte umsetzen? Wie kann ich das Schiedsrichterwesen verbessern? Aber auch als zentraler Aspekt, der im Lacrosse-Wesen momentan noch unterrepräsentiert ist, das Trainerwesen als ganz wichtigen Punkt für die sportliche Weiterentwicklung. Nächster Punkt, und der ist extrem wichtig und bildet eigentlich das Herzstück der Wachstums- und Entwicklungsstrategie, ist die aktive Zusammenarbeit in der Community. Es gibt in Deutschland in den unterschiedlichen Vereinen, außerhalb von Schulen, am Hochschulsport ganz viele Initiativen, Aktionen, die teilweise gut funktionieren und teilweise nicht so gut funktionieren. Das Problem ist, in der Regel wissen die anderen Mitglieder in der Community nicht, was lokal, regional für Aktionen durchgeführt wurden und ob sie gut funktioniert haben, schlecht funktioniert haben, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Um quasi eine community-übergreifende Feedback-Kultur einzuführen und diese Zusammenarbeit zu verbessern, werden wir auch heute im Laufe des Forums und morgen bei der Mitgliederversammlung neue Plattformen vorstellen, die es allen ermöglichen sollen, zusammenzuarbeiten. Und der Verband versucht hierbei, eine zentrale koordinierende Rolle zu übernehmen, aber die Initiativen aus der Mitgliedschaft und die Mitarbeit aufzufangen, sodass wir hier tatsächliche Man- und Woman-Power in der Community bündeln können. Und der letzte wichtige Schlüsselaspekt für uns ist die Jugendarbeit. Das ist aus allen Leitmotiven heraus betrachtet ein zentrales Motiv, das überall auftaucht, vor allem im Nachhaltigkeitsgedanken. Unsere Mitgliedschaftszahlen sind in den letzten 2-3 Jahren relativ stabil, ausgeklammert mal das Corona-Jahr, das es offensichtlich schwierig macht für uns, identifizieren, wer aktiv im Lacrosse-Sport ist. Wir möchten mit Beginn aus der Corona-Pandemie heraus viel stärker im Jugendbereich tätig werden, Weiterbildungsangebote bieten, aber auch unsere Öffentlichkeitsarbeit so ausrichten, dass wir im Jugendbereich aktiv sind. Im Jugendbereich werden wir jetzt einen ganz wichtigen Aspekt hören, nämlich der bezieht sich auf den Schulsport, der dann eingliedern soll direkt in den Vereinssport. Und hier werden wir im folgenden Programm weiterarbeiten. Bevor wir aber dann zum Schullacrosse gehen, jetzt Laura Koschorek, unsere Direktorin Marketing, noch einige Themen zum Bereich Marketing, Eventisierung und Merchandising vorstellen. Richtig, genau. Vielen Dank, Simon. Ich übernehme an der Stelle gerne der Bereich Marketing. Also grundsätzlich Marketing ist ein relativ weites Feld. Für den DLACV übernehmen wir aktuell 2 Themen, die wir angehen und ein bisschen professionalisieren möchten. Das eine ist der Bereich Merchandising. Aktuell ist das eine ziemlich große Aufgabe immer für die General Manager der Nationalmannschaften, die Kollektionen zu bestellen. Das geht dann auch manchmal schief, muss man ganz ehrlich sagen. Wir wollen diese ganzen Prozesse vereinfachen
sodass idealerweise ein Spieler immer, wenn er was braucht, zum Beispiel was bestellen kann. Wir möchten dafür sorgen, dass wir ein einheitliches Auftreten erreichen und dafür einen neuen Ausrüster gewinnen, eventuell auch nochmal das Design ein bisschen überarbeiten, sodass wir wirklich alle auch ganz frisch aussehen. Das ist der Bereich Merchandising und das andere große Thema ist Eventisierung. Simon hat auch schon ganz viel über Wachstum gesprochen und darum, wie die Außendarstellung von unserem Sport gut gewährleistet kann in klassischen Medien, aber auch natürlich ganz, ganz viel im Bereich Social Media. Wir haben bereits einige DLXV-Veranstaltungen, die sportlich super attraktiv sind, die Playoffs, die deutschen Meisterschaften, viele Spiele auch in der Liga. Gerade irgendwie bei diesen Veranstaltungen wollen wir gucken, dass wir das Ganze ein bisschen professioneller aufziehen können von dem, was wir da an Content dabei generieren. Das werden wir schrittweise machen. Und ihr seht hier noch einen zweiten Punkt, Deutschland Lacrosse Convention. Das ist ein neues Format, das wir einführen möchten, bei dem wir verschiedene Aspekte miteinander verbinden wollen. Die Deutschland Lacrosse Convention besteht im Grunde aus mehreren Bausteinen. Zum einen, ihr kennt wahrscheinlich oder viele von euch kennen wahrscheinlich die US LexCon, die mit herausragenden Workshops und Clinics immer wieder gute Impulse gibt. Diesen Bereich möchten wir auch gerne aufgreifen und in vielen Bereichen Workshops anbieten, einmal für Spieler, aber auch für Schiedsrichter, für Trainer und so weiter, um da neue Impulse zu geben. Zum anderen verbinden wir das Ganze aber auch mit einem sportlichen Highlight. Das heißt, wir werden ein Indoor-Lacrosse-Turnier veranstalten, international. Das hat aktuell den Titel European Nations Cup, wo Nationalmannschaften aus Europa gegeneinander in einem kleinen Turnier antreten. Und dieses sportliche Highlight, das soll dann möglichst viele Zuschauer anziehen. Zum einen natürlich aus der Lacrosse-Community selbst. 5.700 Lacrosse-Spieler gibt es in Deutschland, hatte Simon bereits gesagt. Dann gibt es sicherlich noch welche in Österreich oder Tschechien, die auch Interesse hätten zu kommen. Wenn wir es dann noch schaffen, ein paar Leute, die ansonsten mal zu Eishockeyspielen hingehen oder zu Footballspielen hingehen oder allgemein sich irgendwie für Sportarten interessieren, dann haben wir relativ schnell eine volle Halle und das ist dann ein sehr, sehr gutes Setting für unser Turnier. Und natürlich der Bereich Entertainment, auch ganz wichtig innerhalb des Tages irgendwie, dass es zum Beispiel Wettbewerbe gibt, wie ein passes Shot-Wettbewerb oder Trickshot-Wettbewerbe und natürlich am Abend auch eine gute Party. Das gehört beim Lacrosse natürlich auch mit dazu. Das ist so das Programm, an dem wir aktuell feilen. Das ist eine relativ große Veranstaltung, an der wir aktuell arbeiten. Wahrscheinlich ist es die größte Veranstaltung, die wir uns jemals irgendwie vorgenommen haben. Da sind wir auch auf ganz viel Mitarbeit noch angewiesen von vielen Leuten und wir sind bereits im Gespräch mit möglichen Partnern aus der Industrie, die uns dabei unterstützen. Das ist die eine Säule. Wir können uns aktuell aber auch noch nicht darauf verlassen, dass wir Partner dazu gewinnen und der Bereich Zuschauer und Ticketing wird in der Finanzierung des Ganzen sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen. Denn ein paar Kosten kommen natürlich auch irgendwie auf für Mietung von der Halle, dann irgendwie ein paar Kameras, die man aufstellt und so weiter. Damit wir da eine finanzielle Planungssicherheit haben, werden wir ein Crowdfunding aufsetzen. Das heißt, da sind wir dann wieder auf euch angewiesen, auf unsere Community, an die wir glauben. Beim Crowdfunding könnt ihr dann unter anderem auch schon Tickets kaufen für das Event. Und wir haben dadurch einfach eine bessere Planungssicherheit und können gegebenenfalls auch eben Sponsoren sagen, hey, schaut mal, wir haben hier in dem öffentlich sichtbaren Crowdfunding schon 5.000 Tickets verkauft. Das wird also wirklich eine richtig große Veranstaltung. Das macht es für uns alle dann ein bisschen einfacher, die Convention auch gut zu vermarkten. Genau, ihr werdet in den nächsten Jahren dazu sicherlich noch mehr hören, aber jetzt übergebe ich an Nora. Hallo, auch von meiner Seite. Die Förderung der Jugend, das hat Simon ja gerade schon mehrmals erwähnt, liegt uns sehr am Herzen und ist auf jeden Fall bei uns im Fokus. Wir haben gerade verschiedene Projekte, mit denen wir an dieser Förderung arbeiten. Zum einen eben das Thema Gründungshilfe für Jugendvereine. Ganz aktuell ist da jetzt zum Beispiel auch die Entwicklung des Jugendrats. Der wird sich heute Nachmittag vorstellen. Dann wird im nächsten Jahr natürlich auch im Spielbetrieb sich einiges tun durch eine Ligareform Jugend.
Heute wollen wir aber in erster Linie nochmal einen Blick auf das werfen, was eigentlich schon läuft, nämlich Lacrosse in der Schule. Wir sind dabei, die Stabsstelle Schule zu stärken. Und dazu gehört auch eine Aufteilung der Stabsstelle. Bisher war die Stabsstelle ja immer ja auch unter dem Titel Stabsstelle Schule und Universität bekannt. Wir haben das aufgeteilt, um beide Bereiche zu stärken. Im Bereich Lacrosse in der Schule läuft ja schon seit Jahren das Leihschlägerprogramm. Das soll ausgeweitet werden, wie ihr hier in den drei Bereichen seht. Die Sportlehrer werden ausgebildet. Sportlehrer werden schon lange ausgebildet und auch hier wollen wir eben die Ausbildungsmöglichkeiten weiter stärken und wir wollen zusätzliche Spielmöglichkeiten für Schulteams schaffen, wo wir gerade dabei sind. Könnt ihr mich hören? Ja, okay. Wo wir gerade dabei sind, Spielmöglichkeiten schaffen zu wollen. Ich gebe auch schon weiter. Entschuldigung, mir ist gerade komisch. Kein Problem, Nora, vielen Dank. Jakob, dann steigst du mit dem Regionalbereich ein. So ist das. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Tatsächlich auch ein großer Teil der Strategie und das, was uns organisatorisch in den nächsten Jahren begleiten wird, ist das Thema Landes- und Regionalverbände. Warum überhaupt? Warum müssen wir jetzt, wo wir einen gut funktionierenden Bundesverband haben, auf die Idee kommen, wieder Regionalverbände und wieder kleinere Organisationsstrukturen einzuführen, die auch vielleicht noch irgendwo selbstständig sind und Dinge für sich alleine entscheiden und dann doch wieder Sachen, die standardisiert worden sind, in den letzten Jahren vielleicht wieder anders machen? Ganz einfach. Wenn wir wachsen, können wir nicht mehr alles selber machen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir können, wie Simon vorhin auch angesprochen hat, nur den Rahmen setzen. Die Arbeit muss aber tatsächlich an der Basis passieren. Und dafür muss auch eine Organisation, ein Lacrosse-Verband, eine Dachorganisation so dicht wie möglich an der Basis dran sein. Und das geht tatsächlich nur mit regionalen Strukturen. Und diese regionalen Strukturen sind auch Best Practice und gut etabliert in allen anderen Bereichen des Sports. Es ist so, dass sich Sport in Deutschland grundsätzlich föderal organisiert. Das bedeutet über Stadtsportbünde, über Landessportbünde, die alle eigenverantwortlich und auch eigenständig in ihrem jeweiligen regionalen Zuständigkeitsbereich arbeiten. Das heißt, an den Landessportbünden hängt beispielsweise Förderungen, Olympiastützpunkte, teilweise hängen aber daran auch Weiterbildungen, Trainerausbildungen, Übungsleiterfortbildungen oder auch Fortbildungen als Vereinsmanager in den verschiedenen Bereichen, um das Wissen in die Sportvereine hineinzubringen. Die Dachorganisation des Ganzen ist dann der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund. In den kommen wir aber tatsächlich auch nur dann rein, wenn wir in mindestens 8 Landessportbünden tatsächlich auch vertreten sind. Aus diesem Grund steht für uns die Schaffung von regionalen Strukturen vorne dran. Ist das kompliziert? Eigentlich nein. In den meisten Bereichen haben wir tatsächlich schon Strukturen, die diese Regional- oder Landesverbände einfach abbilden können. In Form von Ligaleitungen, Damen und Herren, in Form von Regionalleitungen. Das heißt, gerade die sind ohnehin schon alle gewählt, die übernehmen eigentlich schon die Aufgaben. Organisationen kümmern sich in den Regionen, kümmern sich um Sorgen und Nöte der jeweiligen Vereine, bevor das Ganze überhaupt auf der Ebene des Dachverbandes ankommt. Das heißt, diese Strukturen sind eigentlich schon da. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren die Strukturen weiter auszubauen und auch ein Stück weit zu formalisieren, zumindest erstmal innerhalb des Verbandes und dann in einem zweiten Schritt erst die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, tatsächlich dann eben eine Vereinsgründung, eine Eintragung eines Landesverbandes in ein Vereinsregister oder dann eben auch die Mitgliedschaft in den Landessportbünden. In dem Strategie- und Wachstumspapier, das wir erstellt haben und das wir morgen auch unseren Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorlegen, bei dem wir auch hoffen, dass genau diese Strategie, die wir entwickelt haben, auch bestätigt wird für die nächsten Jahre, haben wir auch zum Beispiel nochmal die einzelnen Bedingungen aufgelistet, die es braucht, um Mitglied in den einzelnen Landessportbünden zu werden. Das heißt, wir werden natürlich schauen, dass wir uns nicht gerade die rauspicken mit den größten Hürden und von denen wir am weitesten weg sind, sondern werden tatsächlich auch versuchen, auf die Strukturen zu bauen, die bereits da sind und mit denen wir in der nächsten Zeit auch Aussicht auf Erfolg haben. Für uns ist das aber tatsächlich ein absolut drängendes Thema,
Damit müssen wir was tun und damit müssen wir auch weiterarbeiten, um insgesamt den Verband zukunftsfähig aufzustellen. Denn nochmal, grundsätzlich können wir das alle nur gemeinsam. Und wie wir das gemeinsam machen können, und das schließt dann wieder den Kreis, dazu geht es dann wieder weiter an Simon, der euch jetzt nochmal einen Teilaspekt vorstellt, der auch einen großen Raum in der Strategie einnimmt und auch einen großen Raum in dem einnimmt, was wir jetzt in der letzten Zeit gemacht haben. Projekte koordinieren. Genau. Wir haben seit Monaten und Wochen intensiv daran gearbeitet, die Verbandswebseite zu überarbeiten. Das ist ein sehr großes Projekt gewesen, an dem viele Leute beteiligt waren. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Ich empfehle allen, die die neue Webseite so ein bisschen besser kennenlernen wollen, heute Nachmittag einen Vortrag von Christian Heidmann und mir. Zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir aber kurz auf der neuen Webseite das sogenannte Projektportal vorstellen. Ich hoffe, das ist jetzt hier sichtbar. Auf der neuen Webseite haben wir in Zukunft dieses Lacrosse-Projektportal. Das besteht aus den Aspekten einer Projektdatenbank, der Beantragung und Fördermöglichkeiten. Die Seite ist relativ übersichtlich, bietet unterschiedliche Arten der Kontaktaufnahme. Ich möchte jetzt noch die zwei wichtigen Aspekte ganz kurz vorstellen. Zum einen die Projektdatenbank. Die ist natürlich momentan noch leer, aber die enthält dann kleine Kacheln, auf denen in unterschiedlichen Kategorien die unterschiedlichen Projekte aus Verbänden und den Vereinen stattfinden. Projekte werden dann als Zielsetz aus unterschiedlichen Bereichen hier veröffentlicht, entsprechend dann auch im Download-Bereich mit den Projektinhalten. Das ist quasi den Projektantrag, den Projektinhalt und dann auch, wenn das Projekt abgeschlossen ist, entsprechend Projektergebnisse dort dargestellt werden. Wie kann das Ganze beantragt werden? Wenn ich hier Beantragung auswähle, erscheint ein Google-Formular, über das ich ganz einfach und knackig in 10 Fragen auswählen kann, worum sich mein Projekt geht, wer daran beteiligt ist, welche Fördermittel ich entsprechend beantragen will, wofür ich die nutzen will. Und dann würden diese Projektanträge, die bei uns eingehen, im Halbjahresrhythmus evaluiert, durch das Direktorium, den Vorstand, gegebenenfalls Kommissionen. Und wenn wir sagen, das ist ein Projekt, das passt im Rahmen der Wachstums- und Entwicklungsstrategie und das ist ein Projekt, das den Lacrosse-Sport weiterentwickelt, dann wird dieses Projekt entsprechend in die Projektdatenbank eingepflegt, veröffentlicht und kann öffentlich durch jeden und jede außerhalb des Verbandes zugänglich aufgerufen werden und bietet so auch die Möglichkeit, über Kontaktadressen entsprechend an den Projekten teilzunehmen. So viel zur Projektdatenbank. Dann gehen wir in den zweiten Teil. Richtig. Und der zweite Teil ist vor allem der, dass wir uns einfach auch nochmal euren Fragen stellen wollen, Fragen beantworten zum Thema der Strategie, was steckt dahinter, auch nochmal Fragen beantworten wollen im Hinblick auf die Mitgliederversammlung morgen, auf die Umsetzung der Strategie, auf Zeitlinien, auf gut Deutsch, auf alles, was ihr wissen wollt. Das heißt, nutzt gerne die Fragen- und Antworten-Funktion. Ihr könnt aber auch einfach die Hand heben. Dann können wir euch in die Diskussion mit einklinken. Ihr könnt eure Fragen direkt stellen und wir versuchen sie entsprechend zu beantworten. So, erste Frage in diesem Falle von Elisabeth Rockel. Kann man die Datenbank auch dafür nutzen, Projekte einzugeben, für die man noch Mitstreiter sucht? Absolut. Die Projektdatenbank ist genau dafür ausgelegt. Was es bedarf, ist einem Initiator oder einer Initiatorin. Das heißt, jemand, der oder die eine Idee hat und die kann eingepflegt werden. Das heißt, für die Projektbeantragung bedarf es lediglich einem einzigen Primärkontakt, der quasi oder die quasi als Kontakt für den Verband fungiert. Die Idee ist genau die, die du beschreibst. Das Projekt wird dann, wenn wir den Projektzweck und die Zielsetzungen für sinnvoll erachten, veröffentlicht. Und dann gibt es generische E-Mail-Adressen für dieses Projekt, die automatisch den Kontakt herstellen zwischen dem Projektantrager oder Beantragerin und unterschiedlichen Leuten, die sich daran beteiligen möchten. Also hier wollen wir wirklich eine Plattform generieren, dass vor allem auch für alle Leute klar wird, zum einen, an welchen Projekten wird bereits gearbeitet,
sodass eben dieser Doppelungseffekt in unterschiedlichen Bereichen in Deutschland vermieden wird. Zum anderen aber auch ist über die Projektdatenbank dann auch archiviert das Projektergebnis und Zwischenberichte einsehbar. Das heißt, wenn ich jetzt, wir nehmen mal als Beispiel das Trainerwesen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Projekt, in dem es darum geht, einen Trainerschein zu etablieren oder Trainingsinhalte zu etablieren, dann würde es dieses Projekt geben und dann werden dort schon Zwischenberichte veröffentlicht werden, sodass jemand weiß, ah, okay, interessant, hier wird zum Beispiel an Trainingsinhalten für Face-Offs gearbeitet. Bin ich ein Experte, möchte mich beteiligen, dann kann ich ganz einfach über das entsprechende Projekt die Person, die das Projekt beantragt oder die ich daran mitarbeite, kontaktieren und so eben diesen Multiplikatoreffekt mit mehreren Leuten ermöglichen. Die Frage, ich schließe mich gleich mal an, von Alicia, die zweite Frage, wann geht die Datenbank online? Die Datenbank ist quasi schon online. Wir werden heute Nachmittag die Beta-Version der Webseite vorstellen. Da sind bereits alle Funktionen eingepflegt. Sowohl das Antragsformular ist da schon online, als auch die Datenbank. Die ist momentan natürlich noch leer. Aber wir arbeiten gerade alle Projekte, die schon im Verband laufen, auf, sodass die in den nächsten Wochen dann schon in die Projektdatenbank eingepflegt werden. Vom Zeithorizont her erwarten wir, dass Beiträge, die jetzt schon eingereicht werden können, dass wir die im Laufe der nächsten 2-3 Monate begutachten und dann entsprechend die Projektdatenbank füllen. Zu dem Projektdatenbank selber wird es dann aber nochmal einen detaillierten Beitrag auf der DLAXV-Webseite im Nachgang für Mitgliederversammlung geben. So, die nächste Frage von Mr. oder Mrs. Anonym. Was wäre ein Beispiel für ein Projekt, das ihr im Rahmen der Projektförderung für förderungswürdig haltet? Ganz einfach. Wir haben das Wachstums- und Entwicklungsstrategiepapier. Dort sind unsere Leitmotive aufgegliedert. Dort sind Schlüsselaspekte für den Lacrosse-Board dargestellt. Und im Endeffekt alle Projekte, die in diesem Rahmen fallen und die sich mit diesen Leitmotiven identifizieren, sind Projekte, die aus unserer Sicht förderungswillig sind. Natürlich ist es so, dass wir von der Budgetierung nicht jedes Projekt von der DLAXV-Seite fördern können. Allerdings ist es so, dass wir momentan sehr stark daran arbeiten, den Verband stärker mit Förderquellen, externen Förderquellen zu vernetzen, das heißt gemeinnützige Organisationen, Stiftungen, die zum Beispiel Themen im Behinderten-Lacrosse-Sport fördern könnten oder Themen mit gesellschaftlicher Verantwortung, Themen zum Trainerschein. Die Idee ist dann, dass der Verband versucht, über externe Förderquellen entsprechend auch Projekte zu finanzieren, für die wir selber im DLAXV kein Budget haben. Es kann durchaus auch sein, dass wir Budgets von Projekten eben streichen oder kürzen, weil wir sagen, das ist zu überzogen. Der Mangel an Projektgeldern, sage ich mal, ist jetzt aber kein primärer Grund dafür, dass wir ein Projekt nicht veröffentlichen würden. Wir würden dann lediglich versuchen, die Projektgelder zu beschaffen. Felix fragt, warum werden die Projekte nur jedes halbe Jahr evaluiert? Könnte es dann nicht zu toten Projekten kommen? Es kann durchaus sein, dass wir den Zeitraum, in dem wir diese Projektevaluierung durchführen, verkürzen werden oder gegebenenfalls eine Möglichkeit bieten, dass beantragte Projekte zumindest im Titel und der Kurzbeschreibung bereits veröffentlicht werden und wir so unterscheiden zwischen bewilligten Projekten und eingereichten Projekten. Das Problem, Felix, ist einfach, dass wir momentan alle diesen Job ehrenamtlich machen und nicht die Zeit haben, uns jeden Monat einen Abend oder einen Tag hinzusetzen und alle eingegangenen Projekte zu evaluieren. Deswegen ist die Idee wirklich dann, Projekte in einer Periode zusammenzufassen und dann auch vor einem konkreten Hintergrund und der unterschiedlichen Projekte selber zu sehen, okay, was lohnt sich, was rentiert sich nicht, wo ist Verbesserungsbedarf. Was auch ganz wichtig ist, ist, wir werden kein Projekt einfach ablehnen, ohne Feedback zu geben, beziehungsweise ablehnen, ohne zu sagen, pass auf, eventuell kann man das umgestalten oder in ein anderes Projekt einbinden. Die Idee ist wirklich, eine zentrale Plattform zu sammeln, auf der Initiativen zusammenkommen und dann auch gleich zu sehen, oh, haben mehrere Leute gleiche Interessen, wie können wir die kombinieren und wie können wir diese Leute zusammenbringen. Marius Laun fragt, wer darf alles ein Projekt erstellen? Ein Projekt erstellen darf jeder. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verband, in den entsprechenden Vereinen, aber auch Leute, die nichts mit dem Lacrosse-Sport zu tun haben, können einen Projektantrag erstellen. Alles, was ihr braucht, ist die Informationen, die in dem Projektantrag abgefragt werden. Das ist auch beschrieben, welche Informationen dort notwendig sind.
Und im Idealfall solltet ihr euch im Vorfeld Gedanken machen, wer eine Patenschaft für das Projekt im Verband übernehmen könnte. Denn ganz klar ist auch, die Projekte laufen über den DLAXV als koordinierendes Gremium. Das heißt, wir haben immer einen Paten oder eine Patin bei uns im Verband, der oder die mit dem Projekt beauftragt sind. Oder nicht beauftragt, aber die das koordinieren. Denn wenn wir Fördermittel zum Beispiel freigeben oder auch die Projektzeiträume definieren wollen, Projektzusammenarbeiten unterstützen wollen, ist es ganz wichtig, dass im Verband Leute über die Projektinhalte Bescheid wissen. Ja? Aber grundsätzlich beantragen kann jeder ein Projekt. Ja, die nächsten beiden Fragen, die würde ich direkt an Kosch weitergeben. Denn jetzt geht es tatsächlich ins Eingemachte, jetzt geht es um die Convention. Es gibt zwei Fragen, nämlich einmal von Michael Wolter, der wissen möchte, ob die Lacrosse Convention an das aktuell bestehende Dresdner Turnier angehängt wird oder was ganz Neues wird. Und im Chat war noch eine Frage von Fred Stepp, wann denn die Convention jetzt endlich startet. Okay, die Frage von Michi habe ich auch wörtlich gerade vor mir. Also das Dresdner Turnier wird nicht zeitgleich auch die Convention sein. Das ist eine eigene Veranstaltung. Du hast da auch gefragt, ob das an einer neuen Location stattfindet. Aktuell triffst du damit gerade den richtigen Punkt. Wir sind nämlich gerade dabei zu gucken, an welcher Location, also an welchem Ort das Ganze stattfinden soll. Wir haben dafür eine relativ umfangreiche Liste erstellt mit allen Städten, die entsprechende Hallen haben. Dann haben wir geguckt, irgendwie, wo sind Lacrosse-Communities, haben das Ganze auch übereinander gelegt mit anderen Communities, die interessant sein könnten. Und sind da gerade dabei, das Ganze zu evaluieren. Also da gibt es ganz viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Es kann auch sein, dass wir irgendwie uns für einen Standort entscheiden. Nehmen wir mal Dresden zum Beispiel, eignet sich ja durchaus gar nicht so schlecht. Es könnte dann sein, dass wir es in 2 Jahren dann in Frankfurt oder Hamburg oder wo auch immer machen. Und du hast auch gefragt, ob es ein Herren- und Damen-Boxlacrosse-Turnier sein soll. Wir konzentrieren uns dabei erstmal auf Herren-Indoor-Lacrosse. In erster Linie deswegen, weil es, wenn man das Ganze mal zeitlich durchgeht, was an einem Wochenende alles an Spielen ablaufen soll, dann eben noch diese Workshops und eventuell irgendwie ein Showspiel mit eventuell Jugend- oder Behinderten-Lacrosse, dann würde noch ein zusätzliches Damenturnier gar nicht darin gut untergebracht werden können. Deswegen konzentrieren wir uns bei der ersten Veranstaltung auf Herren. Indoor-Lacrosse gleichwohl, wollen wir das natürlich nicht für immer in Stein gemeißelt sehen, sondern es kann durchaus sein, dass wir bei einer Wiederholung der Veranstaltung dann zum Beispiel Damen-Indoor-Lacrosse darin featuren. Vielen Dank. Nächste ganz konkrete Frage von Andreas Rossband. Wie wir konkrete Vorstellungen haben, wie die Entwicklung der Jugend deutlich intensiver als bisher vorangetrieben werden kann. Und das ist ein Thema, das natürlich jetzt Nora betrifft. Ich möchte aber auf jeden Fall schon mal eines machen und auf jeden Fall auf die Workshops heute Nachmittag verweisen. Denn insbesondere im Bereich Lacrosse-Jugend, im Bereich Gründungshelfer und Ähnlichem wird sich einiges tun. Und da ist auch gerade im Entwicklungsbereich einiges in der Pipeline, insbesondere mit sehr engagierten Jugendlichen, die selber was machen wollen und die sich einbringen. Stefan Mersch, unser Leiter der Stabsstelle Schule, wäre auch gerade hier, wenn nicht ein konkreter Notfall mit der Familie gerade gewesen wäre. Das heißt, wir werden einerseits versuchen, das Leihschlägerprogramm auszubauen. Wir werden auch versuchen, tatsächlich stärker in die Schule reinzugehen. Wir haben im Hintergrund Gespräche geführt mit dem Vorstand des Intercross-Verbandes Deutschland, die eben auch das Ziel haben, ganz bewusst auch ihr Engagement in den Schulen weiter auszubauen und werden uns auch in der nächsten Zukunft mal zusammensetzen und zu schauen, wie können wir da vielleicht auch in die gleiche Richtung arbeiten, statt einfach nur parallel und damit ineffizient. Das heißt, wir werden schauen, dass es eine Wettbewerbsreform für die Jugend gibt. Es gibt Anreize vielleicht auch für Jugendarbeit ganz konkret. Ein Antrag ist aus der Mitgliedschaft, aus der Regionalkommission formuliert worden mit einer verpflichtenden Jugendquote beispielsweise für Erstligamannschaften. Dieser Antrag wird morgen im Rahmen der Mitgliederversammlung diskutiert. Das heißt, im Moment gibt es unglaublich viele Bereiche, die dort drin liegen. Allerdings versuchen wir auch wirklich sämtliche Bereiche im Verband auch auf diesen Aspekt hin auszurichten. Das heißt auch,
der Bereich Nationalmannschaften oder eben Talententwicklung wird sich deutlich ändern, dass wir eben wegkommen von klassischem, wir sichten ein paar Spieler, gucken, wer ist gerade auf einem guten Stand und dann formen wir daraus ein Nationalteam, sondern wir wollen tatsächlich auch langfristig dahin, dass wir eine Talentförderung von der Jugend bis in die Senioren, Erwachsenen, Nationalmannschaften hinein etablieren, mit konkretem Feedback, mit Coaching, dass sich das dann auch entsprechend setzt. Das sind natürlich alles Projekte, die sind extrem langfristig. Wir sind beispielsweise in einen Austausch gegangen mit England Lacrosse, die genau diesen Weg gegangen sind, in Hinblick auf persönliches Feedback und eben auch mehr Fokus auf Talententwicklung und Talentförderung anstatt einfach nur Talentsichtung. Dieser Prozess hat alleine bei England, die über deutlich größere organisatorische Mittel als wir verfügen, knapp 8 Jahre gedauert. Und die sind auch noch mittendrin. Allerdings sind wir da tatsächlich auch im Austausch, auch mit anderen Verbänden, um auch einfach zu schauen, wo können wir uns Expertise abholen, welche Ideen gibt es, welche Best Practice gibt es und versuchen das auch entsprechend mit umzusetzen. Und tatsächlich dadurch, dass das Team auch entsprechend groß ist und gerade der Entwicklungsbereich auch nochmal deutlich gewachsen ist, insbesondere im Hinblick auf das Thema Gremien, auf das Thema Jugendrat, über den ich mich tatsächlich sehr, sehr freue, weil das ein ganz wichtiger Aspekt ist, einfach in der Jugendarbeit, dass wir den Jugendlichen auch selber einfach eine Stimme geben und sie dadurch auch im Verband extrem präsent sind, weswegen wir den Jugendrat auch in der Satzung verankern wollen. Das heißt, da passiert einiges, wo wir im Moment versuchen, fast jeden Bereich des Verbandes dahin auszurichten, dass wir mehr Jugendliche, mehr Kinder an die Sticks bekommen und die auch tatsächlich dann mit dem Sport vertraut machen. Ich würde vielleicht noch einen Punkt oder zwei ergänzen. Ich würde noch ganz kurz an Gary weitergeben. Der hatte sich gerade auch noch mal ganz kurz gemeldet, glaube ich. Oder war das ein Fehler? Okay, dann habe ich das vielleicht falsch gesehen. Gut, Simon. Ich möchte betonen, und das zielt so ein bisschen auch auf die nächste Session ab, es ist natürlich so, dass nichts im deutschen Lacrosse-Wesen und im DLAXV passieren wird, wenn wir nicht entsprechende Mitarbeiterinnen in den Bereichen haben. Genauso die Jugendarbeit lebt vom Engagement in den Vereinen und aber auch im Verband. Das heißt, Initiativen und Ideen können wir nur umsetzen, wenn es Leute gibt, die sich beteiligen. Wir haben etliche Gremien in der Entwicklungsdirektion etabliert, die es quasi ermöglichen, sich in den unterschiedlichen Bereichen, auch im Jugendbereich, zu engagieren. Neben diesen Bereichen, Stellenausschreibung oder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verband, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir momentan betrachten, eine verstärkte Elternarbeit. Das heißt, Einbindung der Eltern in den Lacrosse-Sport als aktiven Teil der Community, um so eben zum einen Kinder beim Sport zu halten und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch Betreuerinnen und Betreuer für die Jugendabteilungen zu generieren. Und der Kreis schließt sich dann so ein bisschen, denn wer im Jugendbereich aktiv Sport betreiben will, auf nationaler oder regionaler Ebene, der bedarf nicht nur entsprechend der Leute oder Eltern, sondern diese Personen müssen entsprechend auch geschult werden. Das heißt, der Aspekt Weiterbildung, vor allem in Schlüsselbereichen wie sexualisierte Gewalt, Vertrauenspersonen, Trainerausbildung, solche Themen sind dort auch entsprechend relevant und die möchten wir als Verband auch bereitstellen, um nach außen hin klarzumachen, dass Jugendlacrosse in Deutschland nicht nur Spaß macht, sondern dass es auch ein sicheres Umfeld ist, in dem Eltern und Kinder zusammen den Sport und ihre Freizeit gestalten können. Also das sind ganz viele Aspekte, die dort reinspielen, weil ich würde sagen, am Ende kommt es eben darauf hinaus, dass wir genug Leute finden, genug Engagierte finden in den Vereinen und im Verband, die sich quasi dieser Themen annehmen. Ich würde gleich auf die nächste Frage von Felix Kartkurt eingehen, der nochmal auf die Zeitlinie für die Projekte angesprochen hat. Die Projektdatenbank ist momentan deswegen noch leer, weil die Infrastruktur erst in den letzten Tagen und Wochen entstanden ist. Es ist allerdings so, dass wir momentan schon im Verband Projekte für die Datenbank sammeln. Das heißt, in den nächsten Wochen sollten bereits dort Projekte veröffentlicht werden, an denen der Verband schon aktiv arbeitet. Das erspart quasi das Leid, dass Leute aus der Mitgliedschaft oder aus der Community Anträge schreiben und weil sie gar nicht wissen, dass daran im Verband schon gearbeitet wird. Das heißt, der erste Schritt für uns ist ganz klar, transparent zu machen, an welchen Themen arbeiten wir eigentlich momentan. Und dann ist es ganz einfach auch für jemanden aus der Mitgliedschaft zu sagen, hey, finde ich cool, an einem Trainerschein oder an einer Trainerausbildung wollte ich schon immer mal mitarbeiten, ich melde mich hier unter dem Projekt. Also das so zur Zeitlinie und der nächste Schritt ist dann quasi auch aktiv, neue Projekte aus der Mitgliedschaft aufzunehmen und dann entsprechend auch in die Datenbank zu pflegen.
Felix Michel Veit fragt, wo finde ich Informationen zum Leihschlägerprogramm? Da werde ich dich verweisen auf die neue Webseite. Tatsächlich gibt es aber auch schon Informationen zum Leihschlägerprogramm auf der jetzigen Webseite. In der neuen Webseite wird das etwas klarer dargestellt werden. Auch hier sind wir dabei, das Leihschlägerprogramm etwas besser aufzuarbeiten. Da wird es neue Strukturen geben und gegebenenfalls auch Stellenausschreibungen. Nora ist wieder unter uns. Ich bin mal wieder da. Jetzt war es das Internet, das ist nicht mein Tag heute. Ja, also Leihschlägerprogramm, der Ansprechpartner ist grundsätzlich Stefan Mersch als Leiter der Stabsstelle Schule. Und er wird unterstützt von den vier regionalen Vertretern Nord, Ost, Süd und West. Also im Zweifel einfach an Stefan Mersch eine E-Mail schreiben oder im Idealfall heute Nachmittag zum Workshop mit ihm reinschauen. Und da wird das nochmal genauer erklärt. Ja, ich würde direkt, wenn du gerade wieder da bist, Nora, auch die Chance nutzen, dir direkt noch eine weitere Frage zu stellen. Und zwar das Thema Trainerlizenzen. Patrick Kullan fragt, ob wir darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen können. Gerade eben hatte ich schon mal angesprochen, dass wir grundsätzlich planen, auch einfach in Zukunft mehr Trainer auszubilden und zu zertifizieren. Das sowohl auch im Breitensport als dann auch vielleicht nachher gesetzt auf die verschiedenen Stufen in einem Programm für Talentförderung. Also bei der Trainerausbildung, da haben wir jetzt neuerdings ein Gremium Trainerausbildung, das bisher besetzt ist mit zwei Leuten, mit Max Hürter und Wolfgang Griesel, die sicherlich einigen von euch bekannt sind. Und die Idee ist eben eine Trainerschulung anzubieten nach dem Vorbild von der World Lacrosse Bronze Schulung. Da sind wir gerade dabei, beziehungsweise Max ist gerade dabei, bei World Lacrosse die Schulung zu absolvieren, um dann eben auch in Deutschland dieses Bronze-Schulungsmodell umzusetzen. Und hier werden wir dann auch in Zukunft daran arbeiten, das Ganze für Erwachsenen- und Jugendlacrosse zu differenzieren, damit das eben auch jugendspezifisch ablaufen kann. Und hier müssen wir dann natürlich auch gucken, dass wir das in Anlehnung an diese Staffelung auch in Zusammenarbeit mit Maggie als Vertreterin der Nationalmannschaften, dass wir das hier anpassen. Also, dass wir die Jugend von Anfang an abholen und mit reinbringen in die Programme, die für sie da sind. Vor allem noch als Ergänzung, World Lacrosse arbeitet tatsächlich gerade an einer Standardisierung der Trainerausbildung in verschiedenen Leveln. Bei denen ist es aufgeteilt in Bronze, Silver und Gold Level. Im Wesentlichen ist das so, es ist vergleichbar tatsächlich mit einem Trainerschein, einer C, einer B und einer A-Lizenz, die wir in Deutschland kennen. Das heißt, im Moment ist es tatsächlich so, dass das, was Max Hütter gerade macht, das ist die Coaches-Ausbildung, also tatsächlich die Ausbildung von Multiplikatoren. Wir werden auch in Zukunft schauen, dass wir dort sowohl halt eben mit World Lacrosse, weil die eben ein fertiges Programm tatsächlich anbieten, das auch ganz bewusst eben nicht nur auf kleine taktische Aspekte des Spiels setzt, denn das ist tatsächlich was, das kann man sich auch im Internet in einem How-To angucken oder einem Playbook, sondern tatsächlich darauf zielt, Trainer auszubilden mit genau den Soft Skills, die Trainer auch brauchen. Das heißt, es geht ganz bewusst eben nicht darum zu sagen, okay, vermittel den Leuten, hier ist ein Schläger und das sind ganz tolle taktische Spielzüge. Also wir werden tatsächlich anfangen mit, welche Verantwortung trage ich als Coach? Wie muss ich vielleicht auch auf meine Spielerinnen und Spieler Acht geben? Denn grundsätzlich hängt an dem Thema gute Trainerinnen und Trainer unglaublich viel. Stellen wir uns vor, es kommt jemand neu zum Sport mit dazu, geht in ein Probetraining, stellt fest, macht alles keinen Spaß, Trainer hat keine Ahnung, der kommt zweimal, nach dem dritten Mal ist er wieder weg, ja, oder sie. Und genau das ist die große Gefahr, wenn wir die Leute tatsächlich halten wollen, brauchen wir einfach gute Trainerinnen und Trainer und müssen die auch ein Stück weit trainieren, denn es ist auch klar, nicht jeder gute Spieler oder jede gute Spielerin ist auch ein guter Coach und umgekehrt. Und deswegen wollen wir auch einfach schauen, dass wir in Zukunft vielleicht auch Leute dafür begeistern können, die entweder gar nicht so begeistert sind, überhaupt Lacrosse aktiv zu spielen, aber halt eben zu trainieren. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die uns der Sixes-Bereich bietet. Dadurch, dass dort taktisch sehr, sehr viele Verwandtschaften bestehen zu anderen Sportarten, besteht dort gegebenenfalls auch die Möglichkeit, Trainerinnen und Trainer aus anderen Sportarten dafür zu begeistern, auch mal Lacrosse anzubieten, weil die taktischen Konzepte teilweise gleich bleiben und das Einzige, was sich ändert, ist das Sportgerät. Ja. Das heißt, das sind alles Aspekte, die dort mit reinspielen und die uns in Zukunft dabei unterstützen werden, auch das Thema Trainerausbildung nach vorne zu bringen, in Verbindung mit Jugend- und Talentförderung. Und das Ganze versuchen wir auch entsprechend zusammenzubinden mit der Wachstums- und Entwicklungsstrategie und deswegen auch jetzt tatsächlich erstmalig in einem knapp 60-seitigen Dokument wirklich so detailliert zusammengefasst mit konkreten Zielsetzungen, die wir machen wollen.
Sobald dieses Dokument von der Mitgliederversammlung beschlossen wurde, werden wir das wahrscheinlich dann auch nochmal größer verteilen oder veröffentlichen, so dass auch nochmal nachlesbar ist, was haben wir uns tatsächlich konkret als Zielsetzungen gesetzt. Denn man muss auch sagen, wenn man dort mal reinschaut, wir haben mal versucht aufzulisten, was die ganzen Arbeitsbereiche sind, in denen wir im Verband arbeiten, und haben überraschend festgestellt, dass es doch deutlich mehr ist, als wir ursprünglich mal auf dem Schirm hatten. Und deswegen sind auch tatsächlich 60 Seiten Dokument daraus geworden. Wir haben noch eine Frage im Chat von Laura. Laura, du genau. Bist uns noch schuldig, wann die erste Deutschland-Lachs-Con stattfinden soll. Ja, erstmal sorry, ich hatte die Frage tatsächlich übersehen, weil ich die ganze Zeit das F und A offen hatte. Das war keine böse Absicht von mir. Wir haben uns auf den Mai 2022 festgelegt für die erste Convention. Jetzt gibt es mit euch mit Sicherheit welche, die sagen, super, Mai finde ich total gut. Und es gibt mit Sicherheit auch welche, die sagen, was, wieso denn im Mai? Da bereite ich mich immer auf die Playoffs vor. Warum soll da noch irgendwie eine Convention stattfinden? Es gibt ganz, ganz viele Gründe, über die wir nachgedacht haben, warum man die Convention im Mai machen sollte, beziehungsweise die uns dazu geführt haben. Zum einen ist es bei einer Indoor-Veranstaltung, also die wir dann in einem Eishockey-Ring machen wollen, ein bisschen leichter an der Halle ranzukommen, wenn man das außerhalb der Eishockey-Saison macht. Ansonsten wären wir von den Spieltagen her sehr, sehr eingeschränkt und das Ganze müsste dann auch noch auf einer Eisfläche stattfinden, die irgendwie abgedeckt wird, also vom organisatorischen Aufwand her auch nochmal deutlich größer. Deswegen außerhalb der Eishockey-Saison. Dann müssen wir natürlich nochmal gucken, irgendwie, dass wir uns nicht in die Quere kommen mit anderen Veranstaltungen, die in dem gleichen Jahr auch stattfinden. Da gibt es ja auch noch eine Indoor-Europameisterschaft in Deutschland. Da gibt es auch die World Games, wo eine deutsche Mannschaft mitmacht und so weiter. Und letztlich sind wir dann dazu gekommen, dass eben der Mai sich am besten dazu eignet. Genau. Eine Veröffentlichung dazu wird es auch entsprechend geben, wenn Ort und Zeitraum dann fix sind. Also wir bitten euch noch, euch etwas zu gedulden. Gut. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine Hand, ich sehe keine Fragen im Q&A-Tool, ich sehe keine Fragen mehr im Chat. Gibt es vielleicht noch Fragen auf dem Livestream? Das wäre jetzt noch eine Plattform, auf der wir heute auch laufen, aber... Ich glaube, es gibt keine Kommentare auf dem Livestream. Ich freue mich auf jeden Fall über die ein oder anderen Gäste. Ich habe zwischenzeitlich schon ein paar Fotos gekriegt. Deutschland Lacrosse Forum beim Frühstücken oder auch Deutschland Lacrosse Forum beim Abspülen mit Laptop nebendran. Ich sage nur, aufpassen, dass kein Wasser auf den Laptop kommt, sonst wird das heute nichts mit den Workshops. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr auch heute einfach euch die Zeit nehmt, uns hier in einem Forum zu begleiten und auch einfach euch ein bisschen weiterzubilden, mit uns zu diskutieren und auch uns Ideen zu geben. Denn das ist tatsächlich das, was wir wollen. Und genau deswegen haben wir das heute so gestartet, um das einfach auch mal ein bisschen breiter zu machen, als nur ein paar Leute, die sich irgendwo in Kassel treffen, bis zu einem kleinen Teil. Ja, Michis Frage, die Resonanz heute. Wir haben tatsächlich die Kapazität von unseren digitalen Tools voll ausgeschöpft. Ja. Wir haben über 100 Leute, die sich registriert haben für die Workshops. Wir sind knapp 50 für die Lacrosse-Party heute. Alles ohne die Leute, die jetzt aus dem Verband dann nochmal irgendwo mitwirken oder mit dabei sind oder hier als Diskussionsteilnehmerin oder Workshop-Leiterinnen sitzen. Tatsächlich ist die Resonanz so, dass wir sagen, hey, wir sind erstmal damit zufrieden. Klar, natürlich, bei 5.700 Lacrosserinnen und Lacrossern könnte das auch ein bisschen mehr sein. Wie immer, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir hier ein Forum machen können mit irgendwie 5.000 Leuten im Livestream. Das wäre schon großartig. Aber nein, es ist tatsächlich cool, dass auch viele Leute mit dabei sind, die ansonsten im Verband vielleicht noch nicht so aktiv waren. Viele Namen gelesen, auch in der Anmeldeliste, die ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Richtig klasse, auch aus fast allen Vereinen sind Leute mit dabei heute und angemeldet. Das heißt, es geht tatsächlich in die Breite und das ist wichtig. Und deswegen auch unsere Bitte an euch, tragt diese Infos auch in eure Vereine hinein, nehmt die Leute mit, schickt sie auch gerne noch zu den Workshops, animiert sie noch, auch wenn ihr heute Nachmittag sagt, hey, da hat sich jetzt vielleicht jemand nicht angemeldet. Alle Workshops, die hier in der Session 1 laufen, laufen auch gleichzeitig im Livestream auf YouTube.
Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall nochmal reingucken. Und solltet ihr eure Vereinskolleginnen und Kollegen danach nochmal motivieren wollen, sämtliche dieser Videos werden wir nachher auch auf YouTube nochmal zur Verfügung stellen, sodass ihr sie auch morgen, übermorgen oder in 3 Wochen nochmal nachschauen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt oder sagt, hey Moment, da war doch noch irgendwie eine Idee, da war doch ein Ansprechpartner, wer war das nochmal? Und dann einfach nochmal reingucken. Auf jeden Fall. Und ich möchte dort ergänzen, ein bisschen in dem Ton, den Lisa gerade hier geschrieben hat, sind das Beste von uns, ihr seid das Beste von uns, wir sind das Beste von euch. Es ist so, dass wir schon auch ein bisschen stolz darauf sind, jetzt im Vorstand seit Februar letzten Jahres unser Team so vergrößert zu haben. DELAX V ist in Anzahl und Qualität an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich deutlich gewachsen in den letzten Monaten. Aber wir versuchen auch stetig, unsere Kommunikationsmöglichkeiten weiterzuarbeiten. Uns ist auch ganz wichtig, wir wissen, dass es momentan schwierige Zeiten sind für den Sport, aber ich glaube, wir haben das Beste daraus mitgenommen und auch jetzt vor allem diese digitalen Medien und Kommunikationsmöglichkeiten insoweit etabliert im Verband, dass wir hoffen, dass es einfach auch für alle innerhalb des Verbandes, aber auch in der Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Verband in Zukunft leichter sein wird, Informationen auszutauschen und dann Projekte auch umzusetzen. Wir haben einfach als Sportart, die relativ jung ist, wenn man das betrachtet in deutschen traditionellen Sportarten, Nachteil, dass wir einfach noch nicht so einen langen Entwicklungszeitraum hinter uns genommen haben. Aber dadurch, dass wir junger, agiler, aktiver und innovativer sind als andere Sportarten, können wir diesen, sage ich mal, Verlust oder Nachteil in der Zeitschiene super gut wettmachen, indem wir jetzt richtig durchstarten. Und was uns vor allem hilft, nicht nur um die Reichweite des Lacrosse-Sports zu steigern, aber vor allem auch um uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert zu halten, ist einfach, wenn ihr in der Community die Angebote, die wir euch geben, wahrnehmt, wenn ihr die teilt, wenn ihr die kommentiert, wenn ihr uns Fragen stellt. Für uns ist nichts schlimmer, als einen Vortrag oder ein Townhall-Meeting zu halten, in dem es im Nachgang keine Fragen gibt. Weil uns klar ist, dass es muss Fragen geben. Es gibt so viele Bereiche und Themen im Verband und im Lacrosse-Sport, die nicht adäquat behandelt werden, in denen noch nicht genug gemacht wird. Deswegen wäre es für uns ein fatales Signal, wenn es einfach keine Fragen von eurer Seite gäbe. Und ganz wichtig ist natürlich dann, nach der Frage kommt die Aktion. Das heißt, wenn wir die beantworten, dann hoffen wir, dass ihr mit uns dann auch zusammen in die Interaktion tretet und wir auch über die Townhall-Meetings oder das Forum heute hinaus an den Themen zusammenarbeitet. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Es freut mich super. Jakob hat schon gesagt, die Anmeldezahlen sind in den letzten Tagen dann nochmal richtig hochgeschossen. Es ist auch ein super Signal an alle externen Partner, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Ihr werdet sehen, die Workshops sind vielfältig auch von externen Partnerschaften begleitet. Organisationen, mit denen wir kooperieren. Und für die ist es natürlich ein super Signal zu sehen, hey, der Lacrosse-Sport ist aktiv, beteiligen sich Leute dran, nicht nur an sportlichen Themen wie zum Lacrosse-Sport, sondern vor allem auch an gesellschaftlich relevanten Themen. Ja, also lasst uns diese Phase jetzt auch in der Pandemie noch nutzen, um auch auf virtueller und digitaler Ebene uns besser zu vernetzen. Und wenn dann der Sport wieder richtig losgeht, wenn wir dann wieder alle auf die Felder gehen, dann auch die Initiativen und Aktionen, die wir jetzt starten und planen und organisieren, in die Tat umzusetzen. Wir freuen uns zusammen mit euch, das umzusetzen. Und ich denke, unser Enthusiasmus wird auch hier ganz klar offensichtlich werden.